Noch nie war der Abstiegskampf in der Gruppenliga Fulda so dramatisch wie in dieser Saison. Die letzten Entscheidungen fallen alle in den letzten 90 Minuten. Noch zwei Direktabsteiger, ein Relegant werden gesucht. Und der FSV Thalau und der SV Hofbibor treffen im direkten Duell aufeinander. Geleitet wird die Partie von Johannes Frohnapfel und eines vorweg, er machte eine souveräne Partie, pfiff klasse, hatte das Spiel hier im Griff. Und die beiden Kapitäne hier noch, Noah Gradl und Markus Herber in seinem Abschiedsspiel. Und dann geht es auch gleich rein in die Partie. Beide mussten gewinnen. Flo Storch blöfft hier ein bisschen und erhält sich mit dem Schiedsrichter, führt aber den Freistoß aus. Und das kommt zu überraschend für die Abwehr von Hofbiber. Der Ball zu Lukas Schenkel. Seine Hereingabe wird zu kurz abgewehrt. Und dann kommt Timo Möglich aus der zweiten Reihe. Der spielte heute auf der 6 und machte ein prima Spiel. 24. Minute, die vielleicht vorentscheidende Situation. Ecke, Florian Storch, Kopfball, Thomas Weichlein. Und das war das 1:0 für den FSV Thalau. Mitte der ersten Halbzeit ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Es gab nicht viele Höhepunkte vor den Toren. Das waren jetzt eigentlich schon die Highlights, diese beiden Szenen aus der ersten Halbzeit. Und deshalb geben wir euch erstmal einen kleinen Tipp, bevor es mit der zweiten Halbzeit weitergeht. Ah, die Fußballer! Ach, sorry, Herr Leinweber. Aber machen Sie das ja eigentlich alles noch alleine? Ja, ich mache alles alleine. Aber vielleicht gibt es noch ein paar junge, dynamische Fußballer zur Unterstützung. Ja, werte Landschaftsbauer, bewirb dich. Ein toller Tipp hier zwischendurch und dann rein in die zweite Halbzeit. Hofbiber jetzt stärker, jetzt mutiger etwas, aber immer noch nicht zwingend. Dann ein schnell ausgeführter Freistoß von Thorsten Müller. Der kommt über Tobias Bleuel raus zu Benjamin Ochs und dessen Flanke in die Mitte. Der Kopfball von Jonah Haas, das war die beste Szene des SV Hofbiber im ganzen Spiel. Hier war das 1:1 und vielleicht die Wende noch möglich. Das war in der 60. Minute. Und dann kommt die 74. Minute, Einwurf, Weichlein, Flo Storch und Kevin Bonsu im Gemeinschaftsspiel. Und dann kommt draußen der gerade erst eingewechselte A-Jugendspieler Lukas Mohr und wird hier zum Helden. Sein 2:0 ist die Entscheidung, ist der Klassenerhalt für den FSV Thalau. Riesenjubel nach dem Tor durch den Youngster. Ja, in Thalau brachen alle Dämme. Das wurde gefeiert wie eine Meisterschaft hier. Und es passierte auch nicht mehr viel danach vor den Toren. Thalau gewann verdient mit 2:0. Und dann kommt der Eckball nochmal für Hofbiber. Den wollen wir euch nicht vorenthalten. Und der kommt hinten an den langen Pfosten zu Fabio Ruppert. So sah das aus vorm Tor. So richtig große Gefahr war es dann letztlich nicht. Alles zu ungenau. Und dann Riesenjubel beim FSV Thalau, bei Markus Herber. Alle rennen sie zum Kapitän, zum scheidenden Torwart und freuen sich hier. Thalau spielt auch in der kommenden Saison in der Gruppenliga. Ja, und ein ganz, ganz schwerer Gang dagegen für den SV Hofbiber. Die Mannschaft ist abgestiegen, nur ein Jahr nach dem Aufstieg in die Kreisoberliga. Eigentlich unfassbar für eine tolle Mannschaft, aber sie werden wiederkommen. Da sind sich alle eigentlich sicher, dass der SV Hofbiber nächstes Jahr eine starke KHL-Mannschaft haben wird. Und wir lassen euch hier ganz am Schluss nochmal alleine mit den Feierlichkeiten der Mannschaft und den Fans hier in Thalau.